es gibt ja insgesamt so fünf grobe Themen. Heute Abend fangen wir an mit einem Thema, wie du mit deinem Seelenplan Geld verdienen kannst, auch wenn du jetzt noch keine Vorstellung hast. Also wir gehen jeden Abend ein Thema durch. Alles in allem wäre es zu viel, sonst würden wir ja bis 12 Uhr heute Nacht da hocken. Und ja, wir wollen ja auch alle irgendwann noch ins Bett. Aber ich möchte dich hier jetzt wirklich mal in dieser Challenge hier wachrütteln. Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wunderschönen guten Abend. Muss mal eben schauen, ob das hier mit der Übertragung klappt. Und mal schauen, wer ist denn hier jetzt live schon oder noch? Oder überhaupt hier live mit dabei? Zu früher Stunde, montags abends um 21 Uhr. Zeig dich mal, mach dich mal bemerkbar. Ich weiß, das dauert immer eine Weile, bis da auch angezeigt wird, dass ich hier live bin. Deshalb schreib mir doch gerne mal was ins Kommentarfeld rein, damit ich sehe, dass die Übertragung funktioniert, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Und schreib mir auch gerne mal rein. Es geht ja jetzt hier drum um die Ich ändere was Challenge. Ob du auch wirklich etwas verändern möchtest in deinem Leben. Hallo, liebe Maya. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wer ist noch dabei? Komm, oute dich. Zeigt euch, wer hier jetzt live um 21 Uhr noch mit dabei ist. Wer hier noch hellwach, topfit und voll guter Energie ist. Ihr Lieben, lass uns starten hier mit der Ich ändere was Challenge. Du bist hier genau richtig, wenn du jetzt wirklich etwas in deinem Leben verändern willst. Lass uns das gemeinsam machen. Hallo, liebe Rosemarie. Schön, dass auch du hier dabei bist. Und einen Schluck trinken. Ich habe eben schon ganz viel geredet. Deshalb muss ich die Stimme noch ein bisschen mit Wasser ölen. Maja Stern, ich weiß nicht, wie lange ich hier gucken kann. Okay, also. Eine halbe Stunde nehmen wir uns Zeit. Wir wollen ja keine Nachtaktion hier machen. Und es gibt ja insgesamt so fünf grobe Themen. Heute Abend fangen wir an mit einem Thema, wie du mit deinem Seelenplan Geld verdienen kannst, auch wenn du jetzt noch keine Vorstellung hast. Also wir gehen jeden Abend ein Thema durch. Alles in allem wäre es zu viel, sonst würden wir ja bis 12 Uhr heute Nacht da hocken. Und ja, wir wollen ja auch alle irgendwann noch ins Bett. Aber ich möchte dich hier jetzt wirklich mal in dieser Challenge hier wachrütteln. Hallo, liebe Hilge, schön, dass du dabei bist. Ich möchte dich hier jetzt wirklich mal wachrütteln und wirklich etwas mit dir gemeinsam in dieser Challenge hier bewegen. Hallo, liebe Ulrike, schön, dass auch du dabei bist. Mir geht es jetzt wirklich nicht darum, hier abends von 21 bis 21:30 Uhr irgendwas von mir zu geben, sondern ich möchte dich wirklich wachrütteln. Ich möchte dein Herz berühren, deine Seele berühren, dass du wirklich auch etwas ändern willst jetzt in der Zukunft, dass du raus willst aus dieser Tretmühle, dass du raus willst aus dem Hamsterrad, dass du endlich mal erkennst, was für eine einzigartig wunderbare Persönlichkeit du in deinem Kern bist, dass deine Seele, dein Herz sich eigentlich mal was anderes vorgenommen haben, als wie so eine Marionette durchs Leben zu gehen. Immer für andere nur da zu sein und das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen und die Botschaften der Seele, die dir vielleicht schon über den Körper schickt, in Form von Disharmonien, in Form von Krankheitssymptomen, dass du das endlich mal erkennst und deine wahre Größe, Stärke und Energie auch annimmst und mal das machst in deinem Leben, was dir wirklich am Herzen liegt. Wer möchte das von euch? Schreibt mal ein Ja ins Kommentarfeld rein, bevor ich mich hier so verausgabe und hier so. Ja, loslege. Willst du das wirklich? Willst du wirklich in deinem Leben jetzt ab sofort etwas verändern? Deine Einzigartigkeit entdecken? Bist du es leid, hier immer nur zu funktionieren und wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen zu lassen? Wer will das von euch? Schreibt mir mein Ja in den Chat rein, ins Kommentarfeld. Da können wir auch sofort schon loslegen. Denn du bist ja hier in dieser Gruppe zunächst mal, weil du dich irgendwie angesprochen fühlst. Den Seelenplan entdecken und leben. Das geht ja auf in Resonanz mit dir. Deshalb bist du hier. Und heute Abend hier bei der Challenge bist du ja auch dabei, weil dich das Thema auch angesprochen hat. Ich ändere was. Tief in dir ist der Wunsch, da wirklich etwas
auch zu verändern, sonst wärst du nicht hier. Und deshalb möchte ich jetzt mal so ganz zu Beginn dich auch hier mal feiern und dir gratulieren, dass du abends um 21 Uhr hier noch vor dem Bildschirm hockst und neugierig bist, was du in deinem Leben verändern kannst, dass du endlich deinen Seelenplan entdecken und leben kannst. Auch wenn du jetzt noch keine Vorstellung davon hast. Ich habe mal eine Frage an dich. Denk mal an deine Firma. Egal jetzt, wenn du vielleicht auch nicht arbeitest im Moment, denk mal an eine Firma, in der du vielleicht schon mal gearbeitet hast oder wahrscheinlich auch gearbeitet hast. Was macht denn diese Firma? Was macht denn jede Firma, jedes Unternehmen, egal ob es jetzt die Bäckerei ist, ob es das Technikunternehmen ist, ob es die Automobilfirma ist, ob es ein großer Konzern ist oder ob es ein kleines mittelständiges Unternehmen ist oder einfach nur der 2-3-Mann-Betrieb. Was macht denn diese Firma? Deine Firma, in der du arbeitest oder in der du mal gearbeitet hast. Und jetzt meine ich nicht, dass das Produkt, das verkauft wird, also das Primäre, sondern ich meine das Sekundäre, was dahinter steckt. Was macht diese Firma? Die macht im Groben nichts anderes, als für jemand anderen, also für den Kunden in dem Falle, da zu sein und ein Problem zu lösen. Das heißt, der Bäcker löst das Problem für dich, für mich, wenn ich morgens ein Brötchen genießen will zum Frühstück, dann kann ich mir das beim Bäcker holen. Der Schuhmacher, der löst das Problem, wenn meine Absätze abgetragen sind, dass ich meine Schuhe dahin bringe und er sollt die mir nochmal neu. Größere Unternehmen, ein Autounternehmen, das löst das Problem von dir, wenn du keine Lust hast, mit dem ÖPNV unterwegs zu sein, dass du dir ein Auto kaufen kannst und völlig frei und unabhängig unterwegs sein kannst. Und. Das heißt mit anderen Worten, jede Firma, ob es eine große Firma ist, ob es eine kleine Firma ist, ein Mini-Unternehmen, was macht das im Prinzip? Es löst ein Problem. Es löst ein Problem von einem anderen Menschen, von einer anderen Person. Okay? Kommt das an bei dir? Schreib mir bitte mal ein Ja ins Kommentarfeld. Ich möchte dich wirklich hier mal wachrütteln, dass du in deine Einzigartigkeit kommst, dass du deinen Seelenplan endlich mal auf eine andere Art und Weise wahrnimmst. Schreib mir da gerne jetzt bitte mal ein Ja ins Kommentarfeld rein, dass ich weiß, dass ich dich auch erreiche, dass ich dich auch im Herzen erreiche, weil da möchte ich dich wirklich erreichen. Also, jede Firma, egal wie groß die ist, die löst irgendein Problem von einer anderen Person. Und wenn es, wie gesagt, der Bäcker ist, der seine Brötchen verkauft. Okay? Und du, meine Liebe, jede einzelne von euch hier, ist mal hier auf die Welt gekommen mit einem eigenen Seelenplan. Die Seele hatte eine eigene Idee, was sie hier in der jetzigen Familie, im jetzigen Körper verwirklichen wollte. Was sie hier machen wollte, also mit ihrem Seelenplan. Und wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, als kleines Kind, als du 3-4 Jahre alt warst, oder wenn du keine Erinnerung daran hast, dann stell dir mal ein 3-jähriges Kind vor. Was macht denn das 3-jährige Kind jeden Tag, morgens? Es kann es zum Leidwesen von den Eltern natürlich kaum erwarten, wenn der Himmel die ersten Helligkeitszeichen zeigt, da die Sonne aufgeht, aus dem Bett zu hüpfen, hellwach, topfit, mit strahlenden Augen. Was kann ich heute hier alles in der Welt entdecken? Was kann ich heute hier alles erreichen? Was kann ich heute hier tun? Was kann ich heute hier machen? Welche Geschenke hält das Universum für mich bereit? Okay? So waren wir alle als Kinder gestrickt. Alle. Ausnahmslos. Wenn man jetzt nicht natürlich irgendwie mit einem schlimmen Krankheitsbild auf die Welt gekommen ist. Aber so normalerweise
wir alle als Kinder im Alter von 2, 3 Jahren, wir konnten es morgens nicht erwarten, aus dem Bett zu hüpfen und den neuen Tag zu begrüßen. Wer von euch kann sich das vorstellen? Noch, hat noch die Erinnerung oder hat das Bild jetzt von so einem 2-, 3-jährigen Kind vor sich? Und dann haben wir hier mit offenen Armen gestanden und haben uns gefreut, was wir heute alles entdecken konnten. Es war alles möglich. Wir waren grenzenlos. Wir konnten diese Welt entdecken und erobern und haben vielleicht auch da gestanden, wenn ich mal groß bin, dann werde ich die reichste und tollste Sängerin oder Schauspielerin oder keine Ahnung, was jeder von uns so von sich gegeben hat. Aber es war doch alles absolut möglich. Mit strahlenden Augen standen wir da. Nur was ist dann passiert? Was ist dann im Laufe der Zeit passiert? Was hat denn das Umfeld dann gemacht? Mit einer 2-Jährigen amüsiert man sich noch gemeinsam. Aber mit einer 3-, 4-, 5-Jährigen, was ist denn da vom Umfeld gekommen? Hat das zu dir, Ulrike, Hilke, Maja, Rosemarie oder zu mir, Irmgard, was hat denn das Umfeld da gesagt? Hat das gesagt, ja, du kannst absolut alles in deinem Leben erreichen. Lausch hier absolut auf dein Herz. Erinnere dich jeden Tag auf ein Neues daran, dass du die Welt entdecken kannst. Erinnere dich jeden Tag auf ein Neues daran, was deiner Seele, deinem Herzen entspricht. Oder ist das Umfeld hingegangen und hat dir eher gesagt, ja, komm. Lern mal erst was Ordentliches, damit du was in der Hand hast. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder man ist verspottet worden, man ist ausgelacht worden. Lern was Anständiges, mach erst mal deinen Schulabschluss und. Das sind doch die Dinge, die uns übergestülpt wurden. Und das ist jetzt keine Elternschelde oder Schelte gegenüber dem Umfeld. Die haben es alle nur gut gemeint. Sie wussten es ja auch nicht besser. Aber was ist denn mit der kleinen Irmgard, der kleinen Ulrike, der kleinen Hilke, der kleinen Maja und Rosemarie und? Was ist denn da mit dir geschehen? Was ist da mit dir geschehen? Die glänzenden Augen haben ihren Glanz verloren und du hast aufgehört, groß zu träumen. Und du hast gleichzeitig auch begonnen, Gefühle zu unterdrücken. Denn das ist das nächste Aspekt, das mit uns geschehen ist. Wir sind Meister darin geworden, unsere Gefühle zu unterdrücken. Man hat nicht zu uns gesagt, und bitte, das ist auch nochmal keine Elternschelde, die wussten es nicht besser. Hey, wenn die Seele, dein Herz mit dir kommunizieren, dann macht sie das, deine Seele, dein Herz, in Form von Gefühlen. Und dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen, auf dein Gefühl zu lauschen, welche Botschaft sich dahinter verbirgt und dann deinem Herzen zu folgen. Und dann ist alles für dich möglich. Damit entdeckst du deine Einzigartigkeit. Damit wirst du, und da sind wir nochmal bei dem Eingangsthema, zum Problemlöser für andere Menschen. Denn das verbirgt sich hinter deiner Seelenaufgabe. So wie jede Firma, und sei es die kleinste Bäckerei, das Problem von anderen Menschen löst, weil die einfach sich irgendwo ein Brötchen kaufen wollen zum Frühstück und das genießen wollen, wollen sich's gut gehen lassen, wollen nicht ein einzelnes Brötchen morgens selbst backen. Und das verbirgt sich hinter deiner Einzigartigkeit, dass auch du Gaben, Talente, Potenzial, ganz eigene Themen in dir trägst, die zu dir passen, die du dir mal vorgenommen hast. Es ist nur verschüttet. Und das geschieht auch immer unter dem Tenor, wenn du dich fragst, wenn du jetzt dich noch mit deiner Frage auch beschäftigst, was ist mein Seelenplan? Indem du dich fragst, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Indem du dir mal anschaust, für was du dich auch heute als Erwachsen noch interessierst, indem du dich mal fragst, was hast du in deinem Leben schon wunderbar gemeistert?
Aus welchen Tiefs bist du rausgekommen? Welche Schicksalsschläge hat das Universum dir schon geschickt und du hast sie gemeistert? Was interessiert dich? Welche Krankheitsbilder hast du schon bekommen und hast dich selbst da rausgeholt? Oder im Hinblick auf die Ernährung, vielleicht hast du dich mit irgendwelchen ernährungstechnischen Dingen beschäftigt. Oder schau auch mal in dein Bücherregal, welche Bücher du liest. Welche YouTube-Kanäle besuchst du regelmäßig? Was sind so die Dinge, wenn ich mich jetzt zu dir nach Hause ins Wohnzimmer beamen könnte, wo du mir im positiven Sinne ein Ohr drücken würdest, wovon ich keine Ahnung habe? Aber du weißt was, du weißt mir was davon zu erzählen, egal was es ist. Und das macht dich einzigartig. Das macht dich einzigartig. Schau mal, wie oft gibt es dich denn? Wie oft gibt es dich hier auf dieser Welt? Gibt es dich mehrfach oder nur ein einziges Mal? Wie oft gibt es dich? Du bist einzigartig. Und du hast dir, bevor du hier in deinem Körper inkarniert bist, bist du hierher gekommen mit einem Seelenplan. Das ist nur verschüttet. Das ist nur verschüttet und eben aufgrund dieser Prägung, die wir alle in der Kinderstube mitbekommen haben, trauen wir uns nicht mehr an uns selbst zu glauben, weil wir haben dann vor allem auch später in der Schule ein Leistungsbewusstsein entwickelt, aber kein Selbstbewusstsein im Hinblick auf deinen Selbstwert, auf deine Einzigartigkeit, die Anerkennung, wie einzigartig du bist, deine Selbstliebe, deine Selbstverwirklichung. Das jetzt mal so zu erkennen, mach dir das mal bitte bewusst. Und jetzt in diesem Moment, jetzt in diesem Moment kannst du die Entscheidung treffen, Cut, Schluss jetzt mit Drama, jetzt ändere ich was, jetzt beschäftige ich mich ab sofort mit den Themen, die mir Freude machen. Jetzt schaue ich ab sofort mal genauer hin. Wo bin ich denn schon Meister in meinem Leben geworden? Was habe ich denn schon wunderbar gemeistert? Wo fragen mich andere immer um Rat? Oder nimm dir das Beispiel, wenn ich mich jetzt zu dir ins Wohnzimmer beamen könnte, zu welchem Bereich, zu welchem Thema? Und bitte, 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 auch wenn es noch so banal dir jetzt vorkommt, weißt du mehr als ich? Egal was es ist, in welchem Bereich weißt du mehr als ich? Wo würdest du mir, könntest du mir Ratschläge geben, eine Hilfestellung geben? Und das ist das, was ich immer damit meine. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Das ist dein Seelenplan, mit dem du hierher gekommen bist. Ursprünglich erstmal der Seelenplan und dann kamen viele Begebenheiten in deinem bisherigen Leben dazu, die dich wiederum zum Meister in verschiedenen Bereichen gemacht haben. Auch wenn du das jetzt so nicht anerkennst, richte aber bitte mal die Aufmerksamkeit darauf, denn warum du das bislang nicht anerkennst, hat ja auch nur was damit zu tun, dass du es nicht gelernt hast, dir hier regelmäßig auf die Schulter zu klopfen und dich selbst für deine Einzigartigkeit anzuerkennen. Macht das Sinn? Für wen macht das Sinn? Du bist einzigartig. Du darfst dir erlauben, jetzt sofort etwas zu verändern, deinen Seelenplan zu entdecken. Und dich zu fragen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Wo kann ich mit anderen Menschen ein Problem lösen? Wo kann ich anderen Menschen einen Mehrwert liefern? Mit was? Und wenn das noch so banal ist, schreib dir das mal bitte auf. Geh da bitte mal ins Brainstorming mit dir, damit dir da immer bewusster wird, was dich so einzigartig macht. Und dann sind wir schon bei dem Thema, wie du damit Geld verdienen kannst. Der allererste Schritt ist, das überhaupt mal anzuerkennen. Der zweite Schritt ist auch dein Thema Geld-Mindset mal auf ein anderes Level zu bringen. Denn zum Geld-Mindset haben wir alle ein ganz, ganz krankes Verhältnis. Geld ist schlecht, Geld stinkt, Geld zu verdienen ist hartes Brot.
Alle Menschen, die reich sind, das sind Verbrecher und, was wir da alles in der Kinderstube gehört haben. Befrei dich davon bitte mal. Und das ist auch etwas, wo du jetzt die Entscheidung treffen kannst. Ich befreie mich von diesen ganzen negativen Glaubenssätzen, die ich über Geld habe. Schau mal, das Geld ist da im Prinzip. Und es steht doch bitte nirgendwo geschrieben, dass es auch nicht zu dir fließen möchte. Nur du selbst stehst bislang eben mit so einer Schranke da und lässt es nicht zu dir fließen. Deshalb kannst du jetzt die Entscheidung treffen. Ich öffne mich jetzt auch der Geldenergie und ich darf es mir wert sein, für meine Dienstleistung, für meine Hilfestellung, für meine Problemlösungen, die ich habe, genauso wie der Bäcker, auch Geld für zu nehmen. Bitte, es geht nicht von heute auf morgen, es ist natürlich auch ein Prozess und es geht auch jetzt nicht darum, dass du ab sofort in deinem Umfeld, wenn du um einen Rat gebeten wirst, dass du da schon beginnst, Geld zu nehmen. Darum geht es nicht. Ich möchte jetzt einfach nur mal dein Mindset wachrütteln, dass du mal in eine andere Richtung denkst. Alles Weitere erfolgt dann daraus. Ja? Kommt das an bei dir? Macht das Sinn? Und das hat auch noch mal etwas mit dem Thema Wertschätzung zu tun. Wenn du beginnst, dich selbst mal wertzuschätzen und anzuerkennen für deine Einzigartigkeit, deinen Seelenplan entdeckst, also deine Einzigartigkeit mal entdeckst, was dich ausmacht, was du nur so ein bisschen besser kannst als andere in deinem Umfeld, egal was es ist, damit kannst du anderen Menschen dienen. Dann kann es im zweiten Schritt darum gehen, eben dir auch zu erlauben, damit Geld zu verdienen. Und bitte, das geht jetzt auch nicht darum, dass du jetzt deinen Job sofort an den Nagel hängst, sondern je mehr du dich beschäftigst und in diese Richtung denkst und dir deine eigene kleine Firma damit gründest. Wir gehen ja auch die Woche noch drauf ein, auch wenn du Angst vor Behördenkram hast und solchen Dingen. Da werde ich dir die Angst diese Woche mit Sicherheit noch nehmen. Aber dass du mal beginnst, jetzt im ersten Schritt in deine wahre Größe zu gehen und dir mal erlaubst, wieder groß zu denken und in dich hineinlaufst. Was sind die Dinge, die dir Freude bereiten, die dich Zeit, Raum vergessen lassen, die dir Energie schenken, wo du wirklich Zeit und Raum vergisst, wo du von anderen immer wieder um Rat gefragt wirst? Was sind die Dinge? Schreib doch gerne mal ein bisschen ins Kommentarfeld auch rein oder schreib mir gerne deine Fragen auch rein. Ich nehme mir die Zeit und gehe da jetzt auch gerne noch drauf ein. Aber macht das Sinn, so diesen Augenöffner mal zu haben, dass es auch immer darum geht, anderen Menschen ein Problemlöser zu sein, so wie jede Firma ein Problem von anderen Menschen löst. Schreib mir das gerne mal rein. Macht das Sinn? Ich sehe hier jetzt leider keine Kommentare mehr. Aktualisiere mal im anderen PC, wo ich da einfach wahrscheinlich die Kommentare eher sehe als hier, damit ich da eben auch drauf eingehen kann. Okay, so. Sorry, Facebook ist gerade ein bisschen langsamer hier, aber ich möchte ja auch auf dich eingehen. Die Maya schreibt, natürlich brauche ich mehr Geld, wer braucht das nicht? Ja. Es ist immer die Frage, hier so zu stehen oder so. Ich habe früher auch immer so da gestanden. Maja, löst dich von diesen ganzen Themen, die da über dir gestülpt sind, noch aus Kindheitsstuben. Öffne dich der Geldenergie. Es geht ganz einfach. Öffne dich. Und auf diese Dinge soll man aufbauen. Ja, genau. Darauf gilt es aufzubauen. Das ist alles ein Prozess. Also es geht in dieser 5-Tage-Challenge jetzt hier. Ich ändere was nicht drum, dass nächste Woche Montag du schon selbstständig bist und in deinem Business da irgendwo unterwegs bist, deinen Seelenplan schon hast, sondern es geht darum, dich mal wach zu rütteln, dass du das einfach mal erkennst. Und daraus kann man das alles weitere formen. Das hier ist so ein kleines Puzzleteil. Und diese Puzzlestücke kann man dann zusammenfügen. Darum geht's. Also den Zauberstab, dass da jetzt alles in einer Woche veränderbar ist, den habe ich auch nicht.
Der erste Schritt ist, dass du überhaupt etwas verändern willst und deshalb bist du hier. Und deshalb meine Anerkennung auch an dich und dafür darfst du dich auch selbst anerkennen, dass du dich abends um diese Uhrzeit hier überhaupt dazu schaltest und dir diese Inspiration holst. Erkenn dich bitte dazu mal an. Okay, so, jetzt schaue ich mal nach den weiteren Kommentaren, damit ich da eben auch noch auf dich eingehen kann. Weil hier auf diesem Übertragungs-PC, auf dem Bildschirm wird es mir gerade nicht angezeigt. Sorry, muss mal gerade schauen, was du mir da noch reingeschrieben hast. Warum wird mir das jetzt hier nicht angezeigt, liebe Facebook-Gemeinde? Liebes Facebook, lass mich doch hier jetzt bitte die Kommentare lesen, damit ich dir hier auch Antwort und Rede geben kann auf deine Fragen. Liebe Maja, Hilke, ja, das macht durchaus Sinn. Genau. Okay. Ihr Lieben, ich sehe hier, es sind 66 Kommentare. Wie geht das bitte? Aber ich kann eure Kommentare nicht sehen. Hat jemand einen Tipp für mich? Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das jetzt? Ihr Lieben. Sorry, sorry, sorry. Ich mache noch einen Versuch hier, die Kommentare zu sehen. Ansonsten muss ich anschließend einfach irgendwie drauf eingehen und euch die anschließend beantworten. Dann morgen vielleicht zu Beginn in der Frage-Antwort-Runde. Genau. Ja, bin ich jetzt gerade ein bisschen ratlos. Ich sehe ganz viele Kommentare. Tut mir leid, ich kann es nicht sehen, wo sie sind. Mal gucken, ob ich hier was erkennen kann. Ah, da ja, da hier kann ich doch jetzt was erkennen. Maja schreibt, das möchte ich auf jeden Fall. Ich möchte keine Angsterkrankungen und Panikattacken mit Luftnot haben. Genau, das ist nämlich das letzte Thema, wo die Seele nimmer weiter weiß und sich dann mit dem Körper unterhält und zum Körper sagt, geh du vor, auf mich hört er nicht. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden. Und das ist dann genau das. Und deshalb nenne ich das Disharmonie, weniger Krankheitssymptom. Da ist alles wandelbar. Wenn die Seele nicht weiter weiß, wenn die Seele dir schon so viele Botschaften geschickt hat und du einfach nicht auf sie hörst, weil du es ja auch nie gelernt hast, fängt sie irgendwann mit dem Körper an zu kommunizieren und schickt dann über den Körper dir Disharmonien, um dich darauf aufmerksam zu machen. Genau. Yes, ja. Hallo, lieber Christian, schön, dass auch du dabei bist. Ah, jetzt kann ich eure Kommentare sehen. Wunderbar, schön. Christian, wir wurden konditioniert. Genau so ist es. Reinbow, damit verdienst du nichts. Genau, ihr Lieben, löst euch von diesen Dingen. Das ist wirklich Bullshit. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Es ist Bullshit. Du bist mit deinem Seelenplan hier auf die Welt gekommen und du hast was ganz anderes vorgehabt als das, was du jetzt machst. Sonst wärst du nicht hier. Und du kannst jetzt sofort die Entscheidung treffen, ich ändere da jetzt was, ich beschäftige mich damit jetzt, ich hole mir auch Hilfe, um meine Einzigartigkeit zu entdecken und die weiterzuentwickeln und zu fördern, sodass ich, keine Ahnung, was haben wir jetzt? Wir haben März, dass ich Ende diesen Jahres auf ein anderes Jahr zurückblicke und zum Beispiel im Januar mit meinem Seelenplan durchstarte. Und wenn ich davon spreche, im Januar durchzustarten, dann geht es auch noch nicht unbedingt darum, dass du deinen jetzigen Job an den Nagel hängst, sondern dass du, wie das bei mir ja auch mal der Fall, der bei dir nebenbei was aufbaust, dass du aber mal beginnst, dich grundsätzlich in deine eigene Kraft und Energie hineinzubegeben und mal wieder mehr Freude im Leben hast. Weil du deinen Seelenplan entdeckt hast. Okay, Hilke, was, wenn ich viele, viele Interessen habe, die auch andere haben und mich nicht spezialisiert habe? Da sprichst du mich an, liebe Hilke. Ich bin ja auch so ein Multitalent. Ich interessiere mich für gesunde Ernährung, ich interessiere mich für Wildkräuter, ich interessiere mich für Fasten, ich interessiere mich dafür, wie man seinen Seelenplan entdeckt, ich interessiere mich für gesunde Beziehungen im Hinblick auf die Partnerschaft, wie man den optimalen Job findet und. Also ich bin total multitalentmäßig unterwegs. Da geht es einfach darum, sich das eine Ding herauszupicken,
was so für dich mit an erster Stelle steht, was so das größte Oberthema ist. Und wenn du dich damit beschäftigst, findest du das. Und dann geschieht nämlich was ganz Wunderbares. Du kannst dann auf eine wundersame Art und Weise alle anderen Themen, alle Talente, alles das, was dich ausmacht, deine Interessen, kannst du damit einfließen lassen. Bitte, das ist jetzt im Detail noch nicht so vorstellbar, aber das funktioniert. Also wenn du ganz viele Interessen hast, sehr, sehr gut, du kannst das alles mit reinfließen lassen. Beschäftige dich damit, was ist das eine große Ding, was so als Überbegriff steht und alles andere kannst du mit reinfließen lassen. Und mit dem einen großen Ding fängst du dann eben an und fragst dich, wen genau spreche ich damit an? Sind es Mütter, sind es Väter, sind es Familien? Wir haben doch so viele Herausforderungen und Probleme auf dieser Welt. Unsere Welt braucht nichts anderes als Problemlöser. Deshalb diese Eingangsmetapher mit den Firmen. Was machen Firmen? Es gibt so viele Probleme da draußen. Alle sind auf der Suche nach Problemen. Und du hast auf deine einzige Art und Weise die Lösung. Und du brauchst dafür keinen Schein. Du brauchst dafür kein Zertifikat. Du bist in deinem Bereich Spezialistin. Schau mal, wir haben hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, wir haben so viele Vorschriften, DIN-Normen, Richtlinien und. Massenhaft. Ein Dschungel von Richtlinien und Zertifikaten und was weiß ich, DIN-Normen und. Stell dir mal vor, du sitzt in einem Boot und du bist irgendwo auf dem See unterwegs. Und in diesem Boot liegt ein Ring, so ein Rettungsring. Der hat kein Zertifikat, der hat kein TÜV-Siegel und gar nichts. Du hockst in diesem Boot und dieser Ring ist in deinem Boot. Und du siehst, irgendwo ist ein Mensch in Gefahr, der ist am Ertrinken. Was machst du denn dann? Was machst du dann? Holst du den Ring in die Hand und sagst, nö, hat kein Zertifikat, hat kein Gütesiegel, kein TÜV-Siegel, kann ich nichts machen. Oder nimmst du diesen verdammten Ring und wirfst ihn raus und rettest diesen Menschen? Letzteres wirst du wohl machen, gehe ich von aus. Und genau hier ist das auch so. Du stehst hier mit deiner Einzigartigkeit, mit deinen vielen Gaben und Talenten. Jeder von euch, der hier zugeschaltet ist und auch vielleicht später noch die Aufzeichnung anschaut, steht mit seiner Einzigartigkeit, mit seinen einzigartigen Talenten, Interessen, Dingen, die er schon gut gemeistert hat, Krankheitsbilder schon, Ernährung umgestellt, keine Ahnung, was auch immer dich ausmacht. Oder sei es, dass du, was weiß ich, total toll in Handarbeit oder kreativ bist oder keine Ahnung, basteln kannst, was auch immer dich ausmacht. Und dann gibt es welche, die stehen hier. Die hätten gerne auch das Talent wie du. Die sind auf der Suche nach jemandem, der ihnen zeigen kann, wie er das ein oder andere, wie er das Krankheitsbild, wie er die Ernährung umstellt, wie er, keine Ahnung, was auch immer dein Thema ist. Du bist einen Schritt demjenigen voraus. Und wenn du dem nicht hilfst, könnte man es auch als unterlassene Hilfeleistung ansehen. Das hat vor vielen Jahren mal ein Mentor zu mir gesagt, als ich an dem Punkt stand und mich nicht traute, in meine wahre Größe zu gehen und mich da draußen zu zeigen. Schau mal, das ist ein ganz anderer Ansatzpunkt. Natürlich ist niemand da, der klagt, aber siehst doch mal unter dem Aspekt, es könnte als unterlassene Hilfeleistung angesehen werden. Du zeigst dich nicht. Macht das Sinn? Lass das mal auf dich wirken. Maja schreibt traurig. Ja, das ist mit ganz, ganz viel Trauer auch verbunden, weil so viele Schleier im Laufe der Jahre da über uns gelegt wurden und wertvolle Lebenszeit an uns vorbeizieht. Anna Lotz, ich helfe gerne, wenn es
gerade hier was davor, wenn es einem anderen schlecht geht. Ja, genau. Anna, jetzt überleg da mal noch, was sind so im Groben die Dinge, die Themen, bei was es anderen schlecht geht. Sind das Partnerschaftsprobleme, sind das Jobprobleme, sind das gesundheitliche Probleme? Und schon kannst du es verfeinern, was dich ausmacht. Ja? Macht das Sinn? Hilke, ich habe jetzt den Dreh raus, wie ich die Kommentare sehe. Danke. Genau. Als die Panikattacken kamen, habe ich die Reißleine gezogen und entschieden, mein Leben zu verändern. Sehr, sehr gut. Hilke, du bist auf einem ganz, ganz tollen Weg. Du bist dabei, die Rakete zu zünden. Maja, aber was denn aufbauen? Wie meinst du das? Maja, was schreibst du noch? Bei mir ist es leider auch ganz oft, hapert es dann am Geld. Nähen mache ich gerne, aber eben mal Stoff kaufen geht nicht. Und so geht es weiter. Maja, ich kann nicht nähen. Ich würde aber gerne nähen können. Du könntest mir zum Beispiel beibringen, wie ich nähen kann, wie ich mir eine schicke Bluse nähen kann, wie ich mir einen schicken Rock nähen kann oder keine Ahnung, wie ich meinen Kindern was nähen kann. Das könntest du mir beibringen. Du wärst in der Richtung ein Segen für mich. Und wenn du dann noch in deine Größe gehst und das Thema Geldmindset löst, dann bist du auch so bei dir, dass du dir auch erlaubst, für diese wertvolle Hilfestellung mir gegenüber zu sagen, okay, das und das ist der Energieausgleich dafür. Ich zeige dir, wie du nähen kannst. Und das ist der Energieausgleich dafür. Und ich würde dir mit Kusshand das Geld auch dafür geben, wenn du mir das beibringen kannst. Und dann kann schon der nächste Schritt auch wiederum kommen. Dann lädst du Geld in dein Leben ein. Dann löst du dich von diesem Thema. Macht das Sinn? So einfach kann es sein. Okay? Und das ist das. Es ist alles irgendwo erstmal der Anfang. Das meine ich dann aufbauen. Darauf einfach aufbauen. Du entwickelst dich da weiter. Dir macht das Spaß. Dir macht das Freude. Okay? Der Christian Emil, der würde auch den Ring werfen. Ja. Hilke, haha, jetzt hast du was gesagt, das gerade zu meinem Gedanken passt. Dazu brauchst du keinen Schein. Ich mache nämlich gerade, ich würde gerne Menschen coachen, habe aber keine Coaching-Ausbildung. Kannst du hell sehen? Ja, kann ich. In dem Falle ja. Wo steht das geschrieben, dass irgendwo hier ein Zertifikat an der Wand pappen muss? Ihr Lieben, ich möchte euch dazu mal gerade noch was sagen. Egal jetzt, ob es ums Nähen geht, ob es ums Coachen geht, ob es ums Backen geht oder was auch immer dich einzigartig macht. Mit was kannst du deinem Gegenüber, der Hilfe sucht, der dich endlich gefunden hat, weil du dich gezeigt hast, mit was kannst du dem am besten helfen? Wenn du in der Theorie weißt, wie man ein Brötchen backt, wenn du in der Theorie weißt, wie man jemanden coacht, wenn du in der Theorie weißt, wie man einen Rock näht oder wenn du in der Theorie weißt, keine Ahnung was, weil du in der Theorie mal was gelernt hast und hier was an der Wand pappen hast, ein Zertifikat. Oder kannst du deinem Gegenüber besser helfen, wenn du genau weißt, von was du sprichst, weil du eben selbst gut nähen kannst, weil du einfach ein Problemlöser bist, weil du gerne coachst, weil andere Menschen dich in irgendeinem Bereich immer um Rat fragen. Und du weißt einfach, wovon du sprichst in der Praxis, weil du es selbst erfahren hast. Oder wenn du nur von der Theorie sprichst. Macht das Sinn, diesen Gedankengang zu hegen? Okay. Morgen gehen wir ja auch noch näher auf das Thema ein, auf das Wie, also auch auf marketingtechnischen Dinge. Ich möchte dich heute jetzt einfach nur mal hier wachrütteln. So, ihr Lieben, jetzt schaue ich mal noch weiter in die Kommentare hier rein. Maja Stern, dazu muss ich erstmal aus dieser Angst rauskommen. Richtig, und da darf ich dir auch dazu sagen, und jedem von euch, jeder hat da irgendwo
ich nenne es jetzt mal Schiss. Auch ich hatte Angst, mich zu zeigen. Aber ich sage dir eines: Da, wo dein größtes Potenzial liegt, da ist auch deine größte Angst. Das heißt, da, wo deine Angst am größten ist, dahinter verbirgt sich dein größtes Potenzial. Und das ist zu 100 oder zu 1000% genau dann dein Ding, durch die Angst durchzugehen und dir Flügel zu verleihen. Und was ist passiert, wenn du einmal etwas gemacht hast, wovor du Angst hast? Was ist dann passiert? Du hast einmal die Erfahrung gemacht, du bist nicht in Lebensgefahr. Du hast die Erfahrung gemacht, es hat funktioniert. Du bist stolz auf dich, weil du durch die Angst durchgegangen bist und siehst mal dahinter, siehst mal hier hinter diese Tür, siehst mal hinter die Schleier und erkennst deine Einzigartigkeit. Also da, wo die größte Angst ist, da ist dein größtes Potenzial. Das ist definitiv so. Okay, ihr Lieben. Maja schreibt noch dazu, glaube ich, habe ich viel zu wenig Selbstbewusstsein. Maja, bitte, mach dir dann bitte nochmal erst recht bewusst, dass es dich nur ein einziges Mal gibt auf dieser Welt. Das heißt, du bist einzigartig. Du bist mit deinen eigenen Gaben und Stärken hier auf die Welt gekommen. Es sind nur verschüttet. Und wir haben in der Schule ein Leistungsbewusstsein gelernt und kein Selbstbewusstsein. Und jetzt kannst du die Entscheidung treffen, dein Selbstbewusstsein, dein Bewusstsein, dein Selbst zu entdecken und zu fördern. Es liegt nur an dir. Niemand anderes kann es für dich machen. Nur an dir. Die allerbeste Variante ist natürlich, was ich euch natürlich auch mit auf den Weg geben kann, jedem Einzelnen von euch. Holt ihr da Hilfe? Auch ich habe bis heute Mentoren und Coaches an meiner Seite. Das ist das Wertvollste, was du dir holen kannst. Hol dir jemand, der dort ist, wo du hin möchtest, der seinen Seelenplan lebt, der seinen Seelenplan entdeckt hat und der damit eben auch Geld verdient. Wenn du möchtest, wenn ich dich jetzt so wachgerüttelt habe, dann schreib mir auch gerne eine persönliche Nachricht hier über Facebook, eine PN, und dann lass uns gemeinsam zusammen reden, dass ich dir individuell auf dich abgestimmte auch noch Anleitungen und Augenöffner sein darf. Also hab da keine Scheu. Okay? Schreib mir deine PN, ich melde mich bei dir und dann sprechen wir unter vier Augen. Sehr, sehr gerne. Können wir machen. Okay? Maja, ich versuche mir das alles zu Herzen zu nehmen, denn ich möchte was ändern. Sehr, sehr gut. Maja, wenn ich dir noch eine Anleitung geben darf oder eine Anregung vielmehr, lass das Wörtchen Versuche weg. Nimm's dir zu Herzen und ändere was. Schau mal, du kannst nicht versuchen, vom Stuhl aufzustehen. Niemand von uns. Entweder wir treffen die Entscheidung, wir stehen auf oder wir bleiben sitzen. Deshalb nimm's dir bitte zu Herzen und lausch jetzt mal bitte jeder von euch in euch hinein. Schließt mal für einen Moment die Augen. Und das, was ich dir jetzt schon mit auf den Weg gegeben habe, fühlt sich das stimmig für dein Herz, für deine Seele an? Und wenn auch nur so ansatzweise ein Ja kommt, dann bleib bitte dran. Beschäftige dich weiter mit deiner Einzigartigkeit. Beginne auf dein Herz zu lauschen und dein eigenes Potenzial zu entdecken. Okay, meine Liebe. Vielen, vielen Dank für dein Dabeisein hier. Morgen Abend geht's weiter mit dem nächsten Step, mit dem nächsten Thema. Morgen Abend weiß ich auch rascher, wie ich an die Kommentare rankomme, dass ich da schon auch schneller agieren kann und schneller auf dich eingehen kann. Und ich schaue auch gerne später noch in die Kommentare rein, was jetzt noch nicht beantwortet wurde. Ich antworte euch gerne auch hier, beziehungsweise gehe dann morgen Abend noch mal drauf ein. Und bitte geh mit dem Gedanken ins Bett, dass du einzigartig bist, dass du hier jetzt genau richtig bist, auf dem richtigen Weg bist, endlich was zu verändern und aufzuhören, wie eine Marionette
das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen, wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen zu lassen, dass du jetzt ab sofort mit diesem Fingerschnipp auf deinem Lebensweg Schritt für Schritt dich begeben hast. Okay, ganz liebe Umarmung, bis morgen Abend. Tschüss.